Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei den ersten Neuzugängen im neuen Jahr beziehungsweise ja den letzten Büchern, die sozusagen noch im alten Jahr eingezogen sind. Denn wir schauen uns die Neuzugänge aus dem Dezember an und das sind, wenn ich mich hier so umschaue, doch recht viele geworden und vor allem tatsächlich wirklich sehr, sehr viele in Echtform, obwohl, ja, es war Weihnachten. Es sind hier zwei kleine Stapel, wenn man so möchte. Und es sind insgesamt 21 Bücher bei mir eingezogen, plus ein Buch, was nicht auf dem Sub zählt. Es sind 14 echte Bücher, 2 E-Books und 5 Hörbücher geworden. Ich habe mir so einen Audible Dreiergutschein, ich glaube für 24 Euro irgendwas geholt. Und habe da sozusagen mal ein bisschen meine Hörbuchwunschliste aufgefüllt und 21 Bücher. Ich glaube, wir fangen direkt an mit den Büchern, bevor das Video wahrscheinlich sonst einfach viel, viel zu lange wird. Und es beginnt mit einem Hörbuch und zwar Love is Wild, der dritte Teil der Love Is-Reihe von Katinka Engel. Mir hat hier ja Teil 1 super gut gefallen, Teil 2 war auch sehr schön und auch der dritte Teil hat mir wieder gut gefallen. Wir sind hier ja in New Orleans und es dreht sich alles so ein bisschen um Musik und wir treffen auf eine Band, die uns alle drei Teile begleitet. Und nachdem ich Teil 1 und 2 im Oktober gehört habe, war ich natürlich auch sehr happy, dass dann der dritte auch zum Hören war und habe ihn mir dann auch ziemlich direkt nach Erscheinen Ende November, Anfang Dezember dann eben auch geholt und ist auch schon gelesen bzw. gehört in diesem Monat. Dann hat mich ein Buch erreicht, wo ich ja noch nicht so richtig wusste, ob es mich erreichen wird, und zwar Ein Geschenk von Bob von James Bowen. Eigentlich war dazu eine Buchverfilmung jetzt im Dezember geplant und ich wurde angefragt von der Agentur, wo ich auch beim ersten Teil schon Bücher bekommen habe, auch verlosen konnte, auch Kinokarten erhalten hatte, ob ich nicht diesmal wieder Lust hätte, da mitzumachen. Und natürlich war das der Fall. Leider ist der Kinostart ja dann verschoben worden. Es gibt noch kein konkretes Datum, wann es denn dann so weit sein wird. Das Buch wurde mir aber netterweise schon zur Verfügung gestellt, ist also von der Agentur an mich gesendet worden und ich hatte mir das eigentlich so ein bisschen für den Dezember vorgenommen, möchte es jetzt aber auf jeden Fall im Januar lesen. Es ist ja auch eher ein Wintermärchen mit dem Streuner Bob, den es ja so im wahren Leben im Grunde gegeben hat. Ich glaube, letztes Jahr auch verstorben. Und der Kater hat ja James Bowen so ein bisschen aus seiner Drogenabhängigkeit herausgebracht, aus dieser Hoffnungslosigkeit. Und er ist ja auch Straßenmusiker und jetzt geht die Geschichte im Grunde weiter. Ich freue mich sehr auf das Buch, dadurch, dass mir auch das ursprüngliche Bob der Streuner Buch sehr gefallen hat. Ich weiß gar nicht, hier haben wir ein Foto von Bob der Streuner, also vom echten Bob. Und ich freue mich auf das Buch, ich freue mich dann auch auf den Film. Und hoffe, dass wir irgendwann jetzt im neuen Jahr dann auch ins Kino gehen können. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Da kennzeichne ich auch, was ein Rezensionsexemplar ist, wenn euch das interessiert. Und schaut da bitte einfach mal runter. Da sind alle Bücher eingepackt. Dann habe ich bei Rebuy bestellt. Ich weiß gar nicht, was mich da so geritten hat. Aber wie das manchmal so ist. Es waren einige Bücher, die ich auf Empfehlungen auf meiner Wunschliste hatte, dort erhältlich. Und ich glaube, es war dann irgendwie so, dass man portofrei ab einer gewissen Summe war, soweit ich weiß. Ich habe mich mit meiner Schwester zusammengetan und deswegen komme ich jetzt, glaube ich, nicht direkt auf die 20 Euro mit meinen drei Büchern. Aber ich glaube, mit ihren zwei Büchern waren wir dann da drüber. Ja, zum einen habe ich mir geholt Das Labyrinth der Träume von Walter Mörs. Wir haben ja im November im Leseclub die Stadt der träumenden Bücher gelesen und ich war so begeistert, dass es für mich einfach hiermit weitergehen muss und wird. Und das ist der zweite Teil der Reihe und ich fand ja den ersten großartig. Ich habe den ja gehört vom unvergesslichen Dirk Bach gesprochen und es ist Fantasy, wie ich es großartig finde. So innovativ, Wahnsinnsideen, Wahnsinnsumsetzungen, ganz tolle Geschichte, super spannend. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel, viel gelacht und freue mich jetzt hier auf jeden Fall auch auf den zweiten Band. Dann hat mir die liebe Kerstin Merkel ja im Buchhändler-Empfehlen-Video ein Buch von Brandon Sanderson empfohlen und zwar Die Kinder des Nebels. Und die durften dann jetzt auch bei mir einziehen und darauf freue ich mich richtig, weil ich ja in diesem Jahr definitiv gemerkt habe, dass High Fantasy einfach meins ist, dass da mein Herz aufgeht, dass ich da in den Leseflow komme und dass mir das einfach unglaubliche Freude macht.
Und so freue ich mich auch auf diesen Sanderson, den ich ja schon auf irgendeiner Frankfurter Messe zumindest mal im Gespräch und in der Lesung auch getroffen hatte. Ja, und das heißt hier so schön ungeheuer faszinierend, Brandon Sanderson hat eine völlig neue Welt erschaffen. Und es geht hier ja um den Untergang eines magischen Reiches und es soll das große Heldenepos unserer Zeit sein. Und es geht hier ja tatsächlich irgendwie um das Volk, das gar doch der Nebel erweckt, geheimnisvolle magische Kräfte in einigen Auserwählten. Ja, ich bin mega gespannt und konnte dann natürlich nach der Empfehlung von der lieben Kerstin, ja, konnte ich es nicht einfach bei Rebuy zurücklassen. Und dann eine Empfehlung von der lieben Anka von Eva Siegmund, Home, das Erwachen. Hier haben wir eine Dilogie, wo auch der zweite Teil schon erschienen ist und ja, war auch relativ günstig, glaube ich, mit 4 oder 4,50 Euro anstelle 13 und sieht wirklich auch in einem sehr guten Zustand aus. Und hier haben wir eine Dystopie und es soll eine der besten und originellsten Geschichten sein. Und ob das alles nur ein Traum ist, wir haben hier ein Leben, das perfekt ist. Deine Eltern lieben dich, du hast einen tollen Freund, bist beliebt und gut in der Schule. Und dann wirst du aber für eine Mission ausgewählt und auch dein Freund wird mit dir gehen. Aber für ihn gibt es kein besseres Mädchen als dich auf der Welt. Und dann bekommst du eine Führungsposition und deine Lehrer und Trainer sind zufrieden. Und es könnte nicht schöner sein und dann wachst du auf. Also es klang, so wie Anka davon erzählt hat, richtig, richtig gut. Und für den günstigen Preis durfte es dann auch einfach mit. Ich möchte unbedingt mal wieder was von Eva Siegmund lesen. Ich habe von Eva Siegmund schon dieses Pandora gelesen und dieses Cassandra, das kenne ich von ihr. Und fand, da habe das auch in guter Erinnerung und bin jetzt gespannt, wie mir Home gefällt. Zudem spricht mich auch ihre neue Reihe mit Sodom und ich weiß gar nicht, der zweite Teil sehr, sehr an. Und jetzt möchte ich aber das natürlich zuerst lesen. Dann ist der dritte Teil von Corinna Bohmanns Die Farben der Schönheit-Reihe eingezogen, Sophias Triumph. Habe ich mich sehr gefreut, dass der im Dezember noch erschienen ist, wurde von mir auch schon gehört. Die Reihe ist definitiv auch ein Highlight von mir. In diesem Jahr war auch ganz toll gesprochen und wir beginnen ja in den 1920er Jahren in Berlin. Begleiten Sophia dann auf eine ja ungewollte Reise nach Paris und dann sind wir auch in New York unterwegs und wir ja sind so ein bisschen dabei, wie sich das Frauenbild im Grunde von Ende 20 bis Ende 40 verändert, ja, welche Wege Frauen gehen können, was auch alles gar nicht so einfach war. Begleiten den Puderkrieg von Elizabeth Arden und Helena Rubinstein, den es wirklich gab, also diese beiden Frauen waren wirklich Konkurrenten und ich finde hier diesen Mix aus echten historischen Fakten und eben dieser Geschichte rund um Sophia, die es vielleicht tatsächlich so gegeben hat, aber natürlich nicht auf wahren Begebenheiten beruht, super schön erzählt, hat mir sehr, sehr gut gefallen und war wirklich ein Highlight für mich und so habe ich mich natürlich sehr auch auf den dritten Band gefreut. Dann gab es das erste Weihnachts-Skype mit lieben Freunden von mir und wir haben hier auch ein bisschen gewichtelt. Und ich persönlich habe ja nichts gegen gebrauchte Bücher, deswegen habe ich mehr als ein Geschenk sozusagen bekommen, weil eben noch was frei war von unserem finanziellen Rahmen. Und ich habe von John Krakauer In die Wildnis bekommen. Das habe ich auf der Wunschliste gehabt, seit einige durch die Büchergilde dann auch von dem Buch geschwärmt haben, allein nach Alaska. Und die Geschichte wird von John Krakauer erzählt aber eigentlich die Geschichte von Chris McCandles, der im Eis von Alaska gefunden wurde. Und hier wird dann eben erforscht, wie sein Leben war. Die Reise in den Tod wird rekonstruiert und es soll ein traurig schönes Buch sein über die Sehnsucht, die ja, diesen Mann veranlasst hat, die Zivilisation hinter sich zu lassen. Und es soll also sehr berührend sein. Und ich habe dann auch ja, direkt den Film mit dazu bekommen in dieser ja, Edition Into the Wild, die dann, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch ja, im Grunde, ja, sich im Grunde genau die Geschichte von diesem Chris McCandles erzählt, warum er nach Alaska ging. Also bin ich sehr gespannt, freue ich mich auf beides, das im neuen Jahr zu entdecken. Natürlich erst das Buch, dann den Film, aber bin ich sehr gespannt und bin definitiv sehr happy, dass hier so ein tolles Geschenk ausgewählt wurde. Dann habe ich auf Tauschticket ein weiteres Buch von der Empfehlungsliste der lieben Kerstin Merkel entdeckt und für sehr wenige Tickets ertauscht, und zwar Die letzte Astronautin von David Wellington. Hat mich schon länger angesprochen gehabt, war auch schon auf der Wunschliste gestanden und als dann eben Kerstin so geschwärmt hat und ich ja auch eine große, große Liebe für die Science Fiction habe, durfte es dann auch jetzt bei mir einziehen. Ich glaube für 2 Tickets, also es war wirklich für diesen wunderbaren Zustand wirklich ja, sehr, sehr günstig.
Wir dachten, wir würden sie nicht länger brauchen. Wir haben uns geirrt. Und hier soll es um die kalten Tiefen des Weltraums gehen und mit Teilen Schrecken und Verwunderung betrachten lässt. Und ja, es gibt eine Katastrophe auf dem Weg zum Mars, doch dann hat sich die Astronautin zur Ruhe gesetzt, doch dann kommt ein riesiges außerirdisches Objekt ins Sonnensystem und umkreist die Erde bedrohlich und ich bin sehr gespannt. Ich mag Science Fiction sowohl in Filmform als auch in Buchform. Und so wie Kerstin geschwärmt hat, hat das einfach das Buch relativ weit nach oben auf die Wunschliste gepackt und jetzt dementsprechend eben auch auf dem Sub. Und ich bin da sehr gespannt, das Buch zu entdecken. Dann habe ich eine liebe Freundin getroffen, noch bevor die extremen Beschränkungen im Grunde ausgerufen wurden auf Plätzchen und einen Kaffee. Und auch hier wurden so ein bisschen Geschenke verteilt. Und ich habe das Winterkarussell von Anna Liebig geschenkt bekommen, was auch auf meiner Wunschliste stand, weil davon die liebe Becky schon so geschwärmt hatte. Und ich habe es dann auch im Dezember zusammen mit Becky gelesen. Wir haben hier so ein bisschen auch was Historisches. Wir sind in den 1930er Jahren mit einem Karussell und einer Schaustellerfamilie in Frankfurt. Gleichzeitig treffen wir auf Antonia, die relativ jung, ich glaube sie ist 15, ihre Mutter verloren hat, die da so ein bisschen vor dem Nichts steht als Waisenkind, die dann eben auf ihren Opa trifft, der eben ja noch zu der Schaustellerfamilie von damals gehört. Und es ist so ein bisschen ein modernes Heidi und auch ein modernes Wintermärchen, das uns sehr, sehr gut gefallen hat und sehr, sehr gut unterhalten hat und ich auch richtig toll fand, dass es bei mir eingezogen ist und ich mich sehr darüber gefreut habe. Dann ist bei mir ein Weihnachtspaket von Mein Wunder eingezogen mit zwei Büchern. Ich habe euch das Unpacking irgendwie auf jeden Fall kurz vor Weihnachten gezeigt. Ich war total überrascht und gefühlt auch wirklich sprachlos, dass Mein Wunder, die Agentur, die ja mit Autoren und Verlagen zusammenarbeitet, um eben die zu Bookstagrammern, zu Booktubern und Bloggern so ein bisschen zu verbinden, zusammenarbeitet. Und mich haben zwei Bücher erreicht. Zum einen aus dem Rosenrot Verlag Zodiac Academy. Ich halte es mal ein bisschen näher, ist ein bisschen kleiner. Von Amber Auburn. Das wird eben eine Reihe rund um Sternzeichen. Und das ist jetzt, glaube ich, der Auftakt. Das Erwachen des Löwen. Ich freue mich sehr auf diese Kurzgeschichte. Habe ich mich jetzt definitiv schon, habe ich schon auf der Leseliste für Januar. Ich glaube, jetzt ist es dann auch im Verlag erschienen. Und dann hat mich aus dem Loom Light Verlag von Asuka Lionera Frozen Crones erreicht. Und zwar ein Kuss aus Eis und Schnee und das hat wirklich ein wunderschönes Cover und wird definitiv jetzt im Januar, Februar von mir gelesen. Also da freue ich mich richtig, richtig drauf, weil wir sind hier in einem Eisreich und es gibt Magie und es gibt auch Feuerlande und ich freue mich drauf. Ich mag solche Geschichten und ich finde es ganz, ganz toll, dass ich im Grunde mit High Fantasy hier beschenkt wurde und auch das Cover ist wirklich richtig, richtig toll. Paket hat mir super gut gefallen. Ich packe euch das Unpacking gerne nochmal in die Infobox, solltet ihr es noch nicht gesehen haben. Dann ging es weiter mit dem zweiten Freunde-Skype-Weihnachtswichteln und ich habe geschenkt bekommen von Julia Enders Darm mit Charme, alles über ein unterschätztes Organ. Und das ist definitiv kein Buch gewesen, das ich auf der Wunschliste hatte, aber eine liebe Freundin hat gesagt, das hat ihr Leben verändert und sie möchte, dass es jedes andere Leben auch verändert und sie hat gefühlt, ich glaube, 10 Ausgaben von Darm mit Charme in diesem Jahr verschenkt. Und man hört ja durchaus wirklich nur sehr viel Positives über dieses Buch, das sich eben mit dem Darm beschäftigt und uns aufzeigt, was da so in unserem Körper funktioniert und warum manches wohl besser funktioniert und andere schlechter, keine Ahnung. Also ich weiß, dass das viele sehr lustig fanden und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Vertraue aber darauf, wenn meine Freundin sowas verschenkt, dass sie da schon auch ein bisschen drüber nachdenkt. An wen sie sowas verschenkt und dass das dann hoffentlich auch passen wird und habe mich da definitiv gefreut. Und
Dann habe ich auch geschenkt bekommen einen Winter in Wien von Petra Hartlieb. Das ist, glaube ich, der Auftakt dieser Jahreszeitenreihe von Petra Hartlieb, weil ich habe jetzt, glaube ich, auch eine Frühlingsvariante gesehen oder eine Sommervariante. Und Petra Hartlieb ist ja eine Buchhändlerin, die auch schon ein Buch im Grunde herausgebracht hat oder zwei über das Leben in der Buchhandlung. Ich glaube mal ein normales Leben und dann auch so ein Weihnachtsbuch, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Genau, meine wundervolle Buchhandlung. Und dann gibt es, glaube ich, auch in der Weihnachtsedition, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ja, das ist jetzt sozusagen ein bisschen ein historisches Buch, denn wir sind hier Wien um 1910 und hat im Grunde gar nichts viel mit der Buchhandlung zu tun, außer dass eben ein Kindermädchen einer angesehenen Familie in die Buchhandlung geschickt wird, um ein Buch abzuholen. Doch ja, das gab es nicht mehr, sie kommt mit leeren Händen nach Hause, da der Band noch nicht eingetroffen sei. Doch dann bringt der Buchhändler Oskar ihr das Buch persönlich vorbei. Ja, er hat nämlich eins dann auch für den Herrn dabei und auch ein anderes für Marie mitsamt einer persönlichen Notiz. Und es soll eine Ode an die Literatur sein und darauf freue ich mich sehr. Und ich bin sehr gespannt auf den Winter in Wien und es wird definitiv ein Buch, was jetzt auch im Januar, Februar, also in der Winterzeit von mir gelesen wird. Und bin ich auch sehr happy, dass das bei mir eingezogen ist. Und es nimmt noch kein Ende. Dann habe ich mir die drei Tickets bei Audible geholt. Da gibt es manchmal diese Aktionen. Ich glaube, es waren 24 Euro. Man kommt ein bisschen was über 8 Euro anstelle eben 9,95. Zudem gibt es, glaube ich, jetzt auch eine Aktion bei Audible, dass man die ersten 6 Monate nur 4 Euro bezahlt oder 5. Ja, schaut unten auch mal in die Infobox. Da gibt es immer den Probemonat kostenlos. Und ich gucke auch mal, ob ich dieses Angebot finde, das mir über den Weg gelaufen ist. Wobei ich nicht weiß, wie lange das jetzt gültig war. Aber ja, ich habe mir auf jeden Fall die drei Gutscheine geholt, weil ich hatte einige Bücher gerade in Hörbuchform auf der Wunschliste. Und ich habe mir zwei Bücher von Ruger Bregmann geholt. Zum einen Im Grunde gut. Das ist ein Buchtipp von Melanie Rabe in Ankas Adventskalender-Video gewesen, was mich und auch Anka direkt angesprochen hat. Und wir haben gesagt, das würden wir gerne im Januar gemeinsam hören, um uns einfach auf das neue Jahr so ein bisschen einzustimmen. Und von ihm ist auch Utopien für Realisten. Das ist mir auch schon zwei, dreimal bei anderen YouTubern über den Weg gelaufen und klang einfach so interessant und spannend, dass ich es mir auch direkt geholt habe. Ich weiß aber nicht allzu viel über die Bücher, nur es war, wie die Leute davon gesprochen haben, hat es mich eben angesprochen. Und so ist es auch mit dem dritten Buch. Ich habe auch gelebt von Astrid Lindgren und Luise Hartung. Ich bin nicht der größte Astrid Lindgren-Fan. Also ich mag manche ihre Kinderbücher ganz gerne, aber ich war zum Beispiel nie ein Pippi-Fan. Mit der konnte ich gefühlt auch als Kind nie irgendwas anfangen. Aber ich finde sie als Person sehr interessant und habe von ihr auch schon mal eine Biografie gelesen. Und Luise Hartung sagt aber grundsätzlich uns wahrscheinlich allen erstmal nichts. Man wusste von dieser Freundschaft, von dieser sehr speziellen Freundschaft auch jetzt erst, als im Nachlass die Briefe gefunden wurde. Ich glaube, über 600 Briefe haben die sich in einem ganz relativ kurzen Zeitraum geschickt. Und es ist eine sehr verbundene Freundschaft, eine sehr aufrichtige, ehrliche und mit wunderbaren Worten gewählte Freundschaft, die ich jetzt in Hörbuchform sehr, sehr schön finde. Ich höre es nämlich auch gerade. Und hier habe ich auch nur Positives gehört und es gibt auch so ein bisschen Literaturtipps, weil natürlich Astrid Lindgren als Autorin und Tina, Luise Hartung hat im Verlag, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt auch gearbeitet. Über die Frau muss ich mich mal noch ein bisschen belesen. Und da gibt es natürlich dann immer auch mal die ein oder andere Empfehlung. Hat zwei unterschiedliche Sprecher, was ich sehr angenehm finde. Und im Grunde eine dritte Erzählerstimme, die manchmal dazwischen eben erzählt, dass sich zum Beispiel beide gerade getroffen haben, wenn dann natürlich die Briefe auf dieses Treffen Bezug nehmen, dass man das als Leser ein bisschen weiß. Und dann kam auch schon der Heilige Abend und es hat mich auch wieder wunderbare Bücher erreicht. Zum einen von Walter Mörs Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Ja, wie man sieht, ich bin im Walter-Mörs-Fieber und ich bin sehr, sehr happy über dieses Buch. Wollte es eigentlich auch direkt dann in der Weihnachtswoche noch lesen. Aber ich hole das jetzt auf jeden Fall noch nach,
weil es ist auch wunderschön von innen aufgebaut. Es hat wunderschöne Illustrationen mit enthalten und es ist, glaube ich, auch nur eine relativ kurze Geschichte. Und ich bin so gespannt, was uns hier von Hildegunst von Mythenmetz erwartet. Und ja, so wächst die Walter-Mörs-Sammlung richtig, richtig schön. Freut mich auf jeden Fall sehr. Dann hat mich, mein Potter-Herz sozusagen, hat hier höher geschlagen. Und zwar die Bucketlist für Potterheads von Tom Grimm. Und es ist natürlich im wunderbarsten Gryffindor-Rot gehalten. Und hier sind 250 Dinge, die man als Harry Potter-Fan getan haben sollte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier findet, was man hier findet, was man tun sollte. Reite auf einem imaginären Hippogreif, schicke jemanden, den du lange nicht gesehen hast, eine Eulenpost. Also ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, dass das sehr unterhaltsam ist. Und mein Potterherz hat hier definitiv höher geschlagen. Und es gibt dann noch ein weiteres Buch, das aber dann nicht auf dem Sub landete und dementsprechend dann eben erst später gezeigt wird. Dann hat die liebe Adriana Popescu ein neues Buch herausgebracht, beziehungsweise ist das ein Buch, was vorher in Episoden erhältlich war, und zwar Ein Tag und zwei Leben. Und sie hat jetzt eben die einzelnen Episoden in einen Band gepackt, überarbeitet und hat das jetzt herausgebracht. Ich habe es mir schon direkt als E-Book geholt. Dann haben aber Anka und ich gesagt, wir möchten den neuen Popescu zusammenlesen. Und dann war auch, glaube ich, jetzt Ein Tag und zwei Leben, war auch als Hardcover jetzt überhaupt nicht teuer. Ich glaube, 8,99 €. Also keine 10 Euro. Und dann durfte es jetzt eben auch als Taschenbuch bei mir einziehen. Und es ist auch schon eingeteilt, wie man unschwer erkennen kann. Und ich freue mich sehr auf das Buch von Lea und Damien, denn das ist ja eine Geschichte, von der Adriana sehr häufig erzählt und die ihr sehr am Herzen liegt und ich die jetzt auch entdecke. Ich kann mich erinnern, dass ich immer mal um diese Episoden herum schlawenzel bin, wie man so schön sagt, aber mich freut es jetzt, dass es in einem Band vereint ist und dass ich die Geschichte jetzt dann auch im Januar entdecken werde und bin sehr, sehr neugierig und sehr gespannt drauf. Und dann habe ich einen Weihnachtsgutschein von Thalia eingelöst und habe mir zwei E-Books geholt. Und das sind jetzt auch die letzten Bücher im Dezember. Das echte Buch, was ich damit bestellt habe, ist noch nicht da, wird aber dann auf jeden Fall natürlich im Januar gezeigt werden. Und zwar ist es zum einen Heb den Schleier von Marie-Louise Greise. Darum geht es um Human Design und das hat mich ja im letzten Jahr wirklich sehr, sehr intensiv begleitet ab dem Sommer und ich war da so ein bisschen auf der Suche nach noch anderer Lektüre. Hier gab es das E-Book, ich glaube auch für 6 oder 7 Euro und dementsprechend habe ich da zugegriffen, bin sehr gespannt, einfach nochmal so ein bisschen mehr Input von diesem Thema zu erhalten. Und dann hat mich ein Buch 2-3 Mal verfolgt. Ich habe es auf Instagram gesehen, auf Lovely Books. Dann ist es mir auch zufällig irgendwie bei Amazon angezeigt worden. Dann hat eine Freundin von mir geschwärmt und gesagt, Steffi, das Buch ist was für dich, lese es. Und dann habe ich zu ihr auch direkt gesagt, es ist total gruselig, ich habe es die letzten Tage immer mal wieder gesehen und jetzt schwärmst du davon. Und jetzt habe ich es mir dann eben auch einfach von dem Gutschein geholt. Das E-Book hat zwar nur 1 oder 2 Euro gekostet, also relativ günstig, aber es hat dann gepasst, um sozusagen den Gutschein voll zu machen. Und zwar ist das Als die Elefanten kamen von Claudia Meinberg. Und da hat mich natürlich das Cover direkt angesprochen. Zudem finde ich Elefanten wirklich wahnsinnig spannende Tiere und bin da einfach total fasziniert von und jetzt natürlich neugierig, was mich hier erwartet. Ich muss sagen, ich kann zum Klappentext gar nicht so viel mehr sagen, es hat mich angesprochen und auch wie meine Freundin dann geschwärmt hat, da musste es dann letzten Endes einfach einziehen und ich freue mich da auf jeden Fall schon aufs Lesen. Und dann das letzte Buch, was jetzt eben nicht auf den Sub gezählt wird, weil ich es schon mehrfach gelesen habe. Und ja, das Potter-Herz schlägt noch ein wenig höher, denn es ist die englische Gryffindor-Ausgabe von Stein der Weisen. Also es ist Harry Potter and the Philosopher's Stone und das ist eben in der wunderschönen Gryffindor-Ausgabe. Und ich habe die irgendwo mal in der Buchhandlung gesehen, hat mich schon geärgert, dass es die nur im Englischen gibt. Das ist zum 20-jährigen Jubiläum, hat man die im Grunde aufgelegt. Es müsste, soweit ich weiß, alle 7 Teile in
4 Varianten geben, also wirklich jedes Haus hat dann seine Farbe und das ist eben auch der Buchschnitt in der Farbe und ich weiß gar nicht, ob der Buchschnitt dann variiert und auch mal irgendwie in den 2 Farben gestreift ist, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen und ja, es ist also der erste Harry Potter Teil in Englisch und ich habe schon direkt so gedacht, ach Mensch, diese knapp 320 Seiten, die hättest du doch eigentlich auch schnell weggesuchtet. Also es ist total schön, man, also zum einen riecht es unglaublich gut, ja, das verstehen glaube ich nur Bücherverrückte und dann sind vorne eben auch so ein paar Erklärungen zu Gryffindor, also ein Introduction vom Hausgeist, über was uns stolz macht, es ist eine Karte von Hogwarts mit drin und dann geht es eben los mit Chapter 1, The Boy Who Lived und ach, da schlägt also mir direkt das Herz höher. Ja, habe ich mich mega gefreut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich anfange, diese Serie sozusagen zu sammeln, ob ich vielleicht anfange und sage, okay, jetzt jeden Band in einer anderen Farbe, ist natürlich blöd, bei 7 Büchern und 4 Farben, irgendeine Farbe gibt es ja nur einmal, aber ja, ich freue mich da mega drauf. Wobei, wie ist das, wenn man immer die Ungeraden in Rot macht und dann dazwischen die anderen Farben, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Mal sehen. Aber ich freue mich drauf und ich möchte, also ich habe ja Harry Potter dieses Jahr erst gereadet, aber jetzt habe ich natürlich große Lust, es auch einmal nochmal im Englischen zu lesen. Und ja, das ist das Buch, was im Grunde nicht auf dem Sub gelandet ist, weil ich es ja schon da habe und schon gelesen habe und auch auf Englisch schon gelesen habe. Und ja, ein buchreicher Monat, 21 Bücher und auch wirklich viel zu viele eigentlich echte Bücher. Ich möchte es ja eigentlich immer ein bisschen ausgeglichen haben. Diesmal sind es 2/3 echte Bücher und ein Drittel im Grunde nur anderes Format. Ja, aber gut, es ist nicht weiter dramatisch. Ich bin dann sehr gespannt auf die Jahresstatistik, wie da so ein bisschen der Ausgleich war, ob jetzt dann der Dezember einfach eine Ausnahme war. Es gibt ja auch durchaus Monate, wo wenig echte Bücher eingezogen sind. Und ja, zu Weihnachtsgeschenken sagt man natürlich auch nicht nein und von Gutscheinen kauft man sich natürlich auch gerne Bücher, die man ins Regal stellt, um sie dann natürlich auch als Erinnerung zu haben und da werden dann, denke ich, im Januar auch noch die ein oder anderen echten Bücher einziehen. Und ja, das waren sie jetzt, die letzten Neuzugänge sozusagen im alten Jahr und ich bin sehr gespannt, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, auch gelesen habt. Ihr dürft jetzt super gerne in den Kommentaren schwärmen. Wenn ihr weitere Infos wollt, schaut unten in die Infobox. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da ein bisschen umseht und auch auf die verschiedenen Videos, die ich hoffentlich dran denke zu verlinken, einfach mal reinschaut, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.